Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um den Diatonic Transposer. Und was das genau ist und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, das ist der Diatonic Transposer. Und der Diatonic Transposer, wie der Name schon sagt, geht auf die Diatonik, auf das diatonische Tonsystem oder Tonleiter zurück. Das heißt, das, was man jetzt so ganz, ganz allgemein kennt, jetzt mal unter so Dur und Moll, bitte nicht schlagen. Das ist nur ein sehr, sehr geringer Teil. Ich habe in dem anderen Video über die Transposition Map erzählt. Dort geht es ja um die 12 Halbtöne, um die chromatische Tonfolge, die ja eine Unterform der diatonischen Tonfolge ist, die 7 hat, auch wenn man hier jetzt 8 Töne sieht, aber der 8. Ton ist ja einfach nur eine Oktave höher als der Grundton. Und mit diesem Device kann man jetzt einfach, wenn man hier Noten gespielt hat, zum Beispiel in C-Dur, die Tonleiter, kann man das jetzt ganz einfach umändern in eine andere Dur-Tonart zum Beispiel oder in die entsprechenden Dur, Moll in die Kirchentonarten oder ein harmonisches Moll oder ein melodiöses Moll. Das heißt, wenn jetzt hier die C-Dur-Tonart so ist, kann ich jetzt einfach auf C-Moll umstellen, also C-Minor. Und die diversen anderen Tonarten. So, und ich kann hier eben auch nochmal auf eine andere, auf einen anderen Grundton gehen. Dann fängt es hier halt bei D an, obwohl hier noch C steht. Das heißt, ich kann in C-Dur alles spielen, was ich will. Und sagt aber, ich möchte es aber eigentlich in E-Dur oder vielleicht lieber in E-Moll haben. Und schon kann ich das hier umstellen. Dazu gibt es hier jetzt noch den Mode Shift, da kann ich um Halbtöne hoch und runter gehen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach C-Dur, Entschuldigung, wenn ich hier jetzt Halbtonschritte hochgehe, dann erhöht sich natürlich der Grundton. Und so weiter und so fort. So, das Device hat jetzt noch unten Foreign Notes, also das heißt, die Noten, die da reinkommen, die ich spiele oder die hier auf der Pianorolle sind, gibt es die zwei Optionen Filter und Constrain. Constrain macht nichts anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Taste drücke, die in der entsprechenden Tonart nicht vorkommt. Dann geht Constrain hin und schiebt mir diese Taste oder diesen Ton auf den nächsten Ton, der dafür passen würde. Das heißt, zur Not, beziehungsweise wenn ich eine Tonleiter spiele und ich spiele jetzt zum Beispiel kein D, sondern ein C und ein Cis, schiebt er mir trotzdem das Cis auf ein D. Also ich höre kein Cis, sondern ich höre ein D, wenn ich das ausmache. Bei Filter geht der Diatonic Transposer hin und spielt die Note einfach nicht. Er filtert sie raus. Und wenn ich hier halt viele Noten habe, die in C-Dur nicht vorkommen, dann spielt er etliche Noten nicht mit dem Constrain. Spielt er die halt, weil er die an die richtige Stelle schiebt oder an eine richtige Stelle. Das muss nicht immer hoch sein oder runter sein, das kommt ganz entsprechend darauf an. Und das könnte zum Beispiel sein, würde ich jetzt hier zum Beispiel zweimal das hier spielen, einmal einen Cis und einmal einen D und das jetzt vielleicht an der Stelle nicht, spielt er zweimal den gleichen Ton zum Beispiel. So, das war schon zum Diatonic Transposer. Das heißt, man kann hier ganz locker einfach in seiner Lieblingstonart oder in der einfachsten Tonart, die man spielen kann, kann man die Melodie einspielen und es dann mit dem Diatonic Transposer eben an die richtige Stelle shiften lassen in der entsprechenden Tonart,
Dur, Major oder Moll, Minor oder eben die ganzen Kirchentonarten oder die Molltonarten. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen und ich hoffe, ich sehe euch bei einem der nächsten Videos wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.